Tarifrunde ist natürlich eine besondere Tarifrunde. Wir haben Krisenzeiten, wir haben Krieg in Europa. Wir müssen uns darauf konzentrieren, dass die Menschen bestmöglich aus dieser Krise rauskommen. Wir haben im Juni eine Betriebsversammlung gehabt und da haben wir eine eigene Umfrage zugemacht. Und da ging es uns auch sehr, sehr stark darum, wie die Kollegen gerade im Moment mit der Inflation und den ganzen drumherum klarkommen. Und da kristallisierte sich sehr, sehr stark raus, wie viel Angst und Panik die im Moment eigentlich haben. Nun, am Ende des Tages müssen wir diesen Menschen Entlastung verschaffen. Und das kann nur in einem Einklang aus zwei Elementen gehen. Zum einen muss der Staat den Menschen Entlastung verschaffen, aber auch die Wirtschaft, indem sie unserer Tarifforderung nachkommt und höhere Löhne mit uns vereinbart. Weil das beste Konjunkturprogramm auch gegen wirtschaftliche Krisen ist am Ende die Binnennachfrage. Argumente der Arbeitgeber gab es dann auch. Na, es muss investiert werden. War ein wichtiges Argument, was sie haben, was sie eigentlich immer haben. Ja, dem ist entgegenzuhalten, in den Zeiten, wo es gut gelaufen ist, gab es ganz viele Firmen, die trotzdem nicht investiert haben. Oder die haben falsch investiert, die haben im Ausland investiert und jetzt merken sie, dass die Lieferketten unterbrochen sind, die Frachtkosten extrem gestiegen sind, sie trotzdem ihre Teile nicht kriegen. Und am Ende des Tages haben wir einen Arbeitsmarkt, der sehr arbeitnehmerorientiert ist. Wir haben im Moment nicht nur einen Fachkräftemangel, wir haben in manchen Branchen und manchen Regionen sogar einen Arbeitskräftemangel. Und das ist die beste Möglichkeit für die Arbeitgeber, in ihre Mannschaft, in ihre Mitarbeiter zu investieren. Und eine vernünftige Tariferhöhung ist die beste Anerkennung, die man seinen Mitarbeitern geben kann. Die Arbeitgeber sollten das als eine Chance sehen. Naja, wir werden jetzt noch ein paar Verhandlungstermine haben innerhalb der Friedenspflicht, wo wir nach wie vor auch versuchen, auf Basis vernünftiger Argumentation die Arbeitgeberseite davon zu überzeugen, unserer Forderung gerecht zu werden. Und tun sie das bis zum 28. Oktober nicht, dann sind wir voll in der Lage und wir spüren eine große Bereitschaft in den Betrieben, dann auch Druck auszuüben und letztendlich mit Arbeitskampfmaßnahmen auch unseren Forderungen dann auf der Straße Nachdruck zu verleihen. Wir müssen laut sein, wir müssen sichtbar sein und wir müssen wieder das machen, was wir all die Jahre gezeigt haben, was wir können. Wir sind die IG Metall, wir kriegen das hin.